Herr Bundesrat, ich sage es Ihnen, das ist der richtige Kommunikationsprofi, um dem deutschen Finanzminister Steinbrück auch die richtige Antwort zu geben. Und zwar auf Deutsch. Ist er Diplomat? Das gerade eben nicht. Er ist eher der... Sehr gut. Jetzt ist Schluss mit dieser Schmuse-Guss von Kollege Merz. Der Bundesrat muss genau gleich wie der Nationalrat reagieren. Wir müssen eine deutliche Sprache reden mit diesem Vater. Welcher Vater? Dieser Per Steinbrück. Per Steinbrück, so heißt er. Sag ich ja. Das ist unser Fachmann. Saletti zusammen! Salametti? Der Mann gefällt mir! Ich verrückte den Guschbär, du! Immer noch im Amt, der volle Pulle! Saletti, Schätzli! Also, um was geht's? Wir möchten, dass Sie im Herr Bundesrat einen Tipp geben, wenn er am Telefon den deutschen Finanzminister ein bisschen in die Schranken weisen kann. Willst du mal sein Knie treten, oder was? Nein, ich möchte nicht zurücktreten. Das hat er nicht gemeint. Du musst mir nicht sagen, was ich meine, Schätzli, gell? Wenn du weißt, was ich meine. Also, wie soll ich nun mit diesem deutschen Finanzmörgele reden? Du sagst zu einem, lass mal, ich nehme dir jetzt denn deine Peitsche weg, du Currywurst. Sehr gut. Und dann sagst du dem Schwab noch, lass mal, du bist ein schwuler, suchrotfressender Noppelfahrer. Ausgezeichnet, sehr überzeugend. Ja, und nachher leicht nur nach, dann sagst du, lass mal, wenn ich das nächste Mal sehe. Hallo? Ist doch der Stein... Bock? Guten Saletti, hier spricht Pascal Guschbain. Pascal, der Häuptling, der Pascaleros, Indianer. Guschbain. Nein, ich gusche nicht. Das ist der andere, der Merz, das Weichei. Wenn es dir nicht passt, kannst du ein paar Schnorrer. Aber volle Bulle, wenn du weißt, was ich meine. Deine Eltern sind Geschwister und du Pfeife Kriegsminister. Ole, 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 ole. Ich bin gerade in Stimmung. Ich rufe noch Obama an.